Star Wars Freunde, ja, an alle Jugendlichen zwischen 10 und 15, die hier waren, okay, euer Captain Rex macht eure Star Wars Freunde A bis Z, ja, keine Show, kein gar nichts, an alle Star Wars Freunde A bis Z, ihr mögt Star Wars, ihr liebt Star Wars, ihr mögt Star Wars nicht, ihr hasst Star Wars, also dennoch Freunde, wir sind Freunde von A bis Z. A bis Z, da ist auch das F drin wie Freunde, ja, so, und das R wie Rebels, ja, oder Resistance, das S wie Star Wars, das K wie Krieg der Sterne, etc. pp. Wir sind Freunde von Star Wars, Punkt, fertig, aus. Wie stark wird sich herausstellen? Ja, ich mache ab 2018, Dezember, die Star Wars Freunde A bis Z. Einmal bei Facebook als Gruppe, schon über 1195. Und natürlich auch als eine Art Ein-Mann-Show über Star Wars, wenn ich Glück habe. Deswegen ist dieser Clip jetzt on air an alle Cosplayer, an alle Freunde, 10 bis unendlich. Wer wirklich Star Wars Lust und Laune vor laufender Kamera? Als Filmautor habe ich natürlich wieder Lust und Laune, tolle Filme zu machen. Vielleicht können wir einen Cosplay-Film machen, so ein 20-minütiger, der bei Festivals dann gezeigt wird. An alle Cosplayer, die Lust und Laune. Hier war schon eine Gruppe, leider Dortmund. Dann war hier eine Gruppe, leider Dresden. Hier in der Stadt Essen, kann man langsam vergessen, da ist kaum was los. Weder ein Filmclub, weder Filmfreunde, weder Star Wars. Natürlich sind die da, aber für sich. Und Star Wars ist und Star Wars bleibt ein amerikanisches Produkt. George Lucas wollte Spielwaren verkaufen. Darum ging es ihm und er hat es geschafft. Kenner hat ihm dabei geholfen, sonst keiner. Der Rest ist bekannt. Jetzt Disney. Und wir fangen an Dezember 2018 mit Star Wars Freunde A bis Z. Und wir hoffen, 12 tolle Monate bis Dezember 2019 zu gestalten. Euer Captain Rex, meiner einer, wird mal versuchen, in die Rolle des Captain Rex zu schlüpfen. Er hat natürlich seinen Commander, General Anakin Skywalker. Obi-Wan Kenobi, auch ein General. So, aber nur im Film. Okay, wir sind Freunde von Star Wars A bis Z und wir wollen diese Freundschaft vertiefen. Der eine arbeitet an einem X-Wing, kommt aber nicht klar, dem sollte man helfen. Der eine arbeitet an dem ganz großen, sehr teuren, was weiß ich, auch immer, und dem sollte man auch helfen. Dann ist einer da, der sammelt Figuren im untersten Bereich, weil sein Geld nicht ausreicht. Dem sollten wir auch helfen. Merkt ihr schon? Helfen im untersten Segment. Denn da oben gehören wir nicht hin, weil da oben sind wir nicht. Da oben läuft eine ganz andere Schiene. Disney gehört das Produkt und Disney vermarktet es, wie Disney es will. 2019 kommt die Convention. 2019 kommt der Park. 2019 kommt Episode 9. So, 2019 ist das Star Wars Jahr wieder, wo wir wirklich reintauchen und alles uns wieder vor Augen führen als Star Wars Freunde von A bis Z. Ob da wirklich noch unsere Baustelle ist, wird sich herausstellen am 01.01.2020. Aber bis dahin haben wir jetzt fette 12 Sendungen vor Freunde von Star Wars A bis Z. Das Symbol ist eingeblendet, bleibt also auch, ist ein Wiedererkennungszeichen und die Gruppe ist auch so gestaltet worden bei Facebook und bei YouTube. Gut, wir wissen natürlich nicht, was die EU vorhat, auch mit seinem Artikel 13 in ihrer Verfassung, die sie sich da, oder Verordnung, die sie sich da ausgedacht haben mit dem Ganzen. Wir wissen auch nicht, wie YouTube wirklich reagiert, wir wissen natürlich auch nicht, wie Facebook wirklich reagiert. Aber Star Wars bleibt uns erhalten. Und die Freundschaft ist ja auch. Wir sind ja nun mal hier ein Job und haben mit Star Wars nichts zu tun. Das ist Dekoration.
Wir haben uns das besorgt für die Sendung Star Wars Wohnzimmer und Star Wars Show, aber festgestellt, das geht nicht. Grüße, hallo. Morgen. Wichtig, gerade noch einen Anruf bekommen. Ja, also, wir sind natürlich hier auch real. Tada! Wir sind ja natürlich auch hier real. Hier im Shop kann man sich treffen, etc. Wir machen auch die Sendung, richtig. Die Sendung machen wir am Wochenende. Und weil wir die Sendung am Wochenende machen, ist natürlich am Wochenende hier geschlossen. Weil man kann ja jetzt hier nicht die gesamten Kunden im Medien- und im Copy-Bereich und natürlich im Filmbereich hinten im Studio gleichzeitig abhandeln. Deswegen gehen auch immer die Kameras aus, weil ein Kunde damals, werde ich nie vergessen, war Ariane Raspe von Stromberg hier und wir haben hier ein bisschen gedreht gehabt, kam eine Kundin rein, ist Ärger, glaubt mir. Hier ist und bleibt Filmpool, hier ist Norddeich und diverse andere, Sat1, RTL, wie die alle heißen, waren schon hier, WDR war auch schon hier, ZDF war auch schon hier, aber wie gesagt, man darf nur hier drehen, auch hinten in den Studios, aber leider nicht draußen. Weil wir einen neuen Vermieter haben, den wir nicht kennen, einen Eigentümer, den wir nicht kennen, der schuldet uns schon seit über 7 Jahren die Nebenkostenabrechnung, um das mal gesagt zu haben, also ist ein bisschen merkwürdig. Das ist ein ganz merkwürdige, ihr wisst schon, es gibt da die sogenannte Immobilienkriminalität und die wächst täglich mehr, ist halt so. Man kennt den Eigentümer nicht, man kennt den Dinges nicht, aber wir bleiben hier bei der Star Wars Freunde A bis Z. So, ein Freund ist leider beim Onkel Doktor, beim Arzt, könnte jetzt noch nicht sagen, weil natürlich im Dezember, wie gesagt, Dezember 2018 bis Dezember 2019 jeden Monat mal so ein richtiges Freunde A bis Z Star Wars Feeling raushauen, reinhauen, reden, sprechen, ab 10 Jahre aufwärts, weil die 10 zwischen 10 und 15-Jährigen, da haben wir überwiegend über Rebels gesprochen, weil The Resistance kommen sie noch nicht ran, weil es läuft ja bei XD. Und im Englischen läuft es auch bei YouTube, aber die Jugendlichen zwischen 10 und 15 sind jetzt nicht so im Englischen involviert, schauen sich das zwar an, aber kommen noch nicht dahinter. Aber Rebels, mit Rebels haben wir hier in diesen ganzen 4 Staffeln so viel, auch vorgestern, darum sage ich ja, okay, Star Wars Freunde, an sich wollte ich ja gar nichts mehr machen. Euer Captain Rex bleibt am Ball und würde sich freuen, wenn ein Obi-Wan Kenobi mal vorbeikommen würde. Er weiß, wen ich jetzt da meine. Und dann natürlich einfach nur Star Wars Freunde. Also die Geschichten aus dem Wohnzimmer und so weiter und die Star Wars Show wird eingestellt, weil keiner mitmacht. Ja, es macht keiner mit. Sind alle nur auf Geld geeicht und wenn ich für so eine Sendung die halt dem Kommerz nicht angeschlossen ist. Also diese Sendung, YouTube und die Kanäle, auch das Online, auch die Gruppe ist nicht Kommerz. Ihr dürft natürlich gegenseitig euch was verkaufen. Wir haben da auch einen gehabt, der halt Star Wars verkauft hat. Aber da sind einige angeeckt und plötzlich kommen da solche aggressorische Argumente auf, da bis hin zu. Ne, also da muss man das Geld nämlich im Voraus abgeben und wenn ein Kunde 3 Monate, 6 Monate oder fast 1 Jahr auf das Produkt wartet, kann es schon mal sein, dass so ein Kunde nervös wird. Und wenn so ein nervöser Kunde dann anruft oder so, kann es auch sein, dass da Ärger gibt und dann sollte man nicht sofort mit Inkasso drohen, ja, also sollte man nicht machen, ne? Aber egal, das sind halt Firmen, da, das mag ich persönlich auch nicht. Also ich bin für euch der Captain Rex. Ihr werdet noch gucken, wie ich zu diesen Klamotten komme. Ich habe so viel Geld ausgegeben, meine lieben Freunde. Ich muss auch ans Unternehmen denken. Ich kann nicht nur immer an Spaß denken. Wie gesagt, alles was hier ist, für diese Sendung eingekauft von dem neuen Gott Amazon, ja, vom Mond bis zum Mars, das war's, unser neuer Amazon. Da kaufen wir natürlich ein für diese Sendung. Wir können auch woanders noch einkaufen. Aber es ist an sich schon Kulisse genügend da, unsere Räumlichkeiten sind da, unsere Studios sind da. Im Moment ist alles ein bisschen belegt, weil einige, wir sind ja auch sozial, sagen wir, okay, komm, wir helfen. Wir haben also genug geholfen. Das wird jetzt ab 1.12.2018 eingestellt, weil wir ja, wie gesagt, diese Sendung machen möchten. Wie gesagt, ein Freund
Ein Star Wars Freund ist gerade beim Arzt, der angesprochen wurde, ob er bei der ersten Sendung mitmachen möchte. Wenn ihr dabei sein möchtet ab 1.12.2018, natürlich ab 1.01.2019 erst recht. Also wer Lust und Laune hat, jetzt bei der ersten Sendung mit dabei zu sein, meldet sich, schreibt unten drunter bei YouTube oder bei Facebook oder halt in der Gruppe. Es geht halt darum, um diese sogenannten Star Wars Freunde A bis Z. Ne? Star Wars Freunde A bis Z, das kommt jetzt auch gleich wieder ans Fenster, ans riesengroße Fenster, 3x3 Meter. Wie gesagt, damit die Jugendlichen wissen, dass ich ja gesagt habe, das sind nämlich die Kunden, die hier täglich reinkommen, zwischen 10 und 15. Und immer fragen, warum machst du das nicht? Ja, jetzt mache ich's. Ich mache es. Bin jetzt euer Captain Rex. Ich guck. Ein anderer Freund aus Hamburg, den ich ganz herzlich jetzt grüße. Hast ja recht, könnte ich bestellen, aber das sind wieder 25 Euro für eine Figur. Ich meine, ich habe ihn ja. Ich habe einen Captain Rex da oben drin. Also so ist es nicht. Ja? Ich habe Captain Rex da oben hängen. Ja? Warte mal, ich hole ihn mal eben. Hallo, Grüße. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Also ich habe Captain Rex, so ist das nicht. Ne? Seht ihr, wenn ein fremder Kunde reinkommt, der nichts mit Star Wars zu tun hat, wird die Kamera ausgemacht. Es sind genügend Kameras hier. Ich kann aus jedem Blickwinkel hier was machen. Aber egal, ich wollte euch ja nur den Captain Rex vorstellen. Also den Captain Rex haben wir ja. Ich bin also vertreten und hänge auch an der Laudatio-Wand da, Fame of Hole, ne? Hole of Fame. bin natürlich stolzer Fan. Also ja, genau, das F für Fan steckt ja auch in der Freundschaft drin. Also noch einmal, ihr seid jetzt ab sofort, ab 1.12.2019 bis 31.12.2019 hier bei Star Wars Freunde A bis Z. Solche Clips jetzt hier mit Publikum möchte ich da nicht machen. Wenn, dann werde ich mir Zeit nehmen, im Green Room für euch irgendwas zu machen. Und noch einmal, ich würde mich freuen, wenn irgendwelche Leute mitmachen oder nur Themen, dass ich das Thema abhandeln kann, im Namen von euch. Ja, ihr seid ja 1195 im Moment, die dort schon sind. Und ja, da können wir also, sind ja 1195 Argumente dafür, dagegen. Also es könnte Spaß machen, es könnte interessant werden, wenn ihr in Lust und Laune hättet, da mitzumachen bei Star Wars Freunde A bis Z. Star Wars Freunde A bis Z würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr dabei seid. Natürlich haben wir auch sehr viele, verdammt viele Freunde, erst recht im Bereich 10 Jahre, 15 Jahre, die hier den Darth Maul mögen. Ne? In jeglicher Form. Nur Darth Maul als Figur kann schon mal richtig reinhauen. Kann schon mal richtig Geld kosten. Ja? Deswegen, also... Freunde A bis Z, was ihr untereinander da macht, ist okay. Verkauft, kauft, stellt her, stellt hinein, diskutiert. Ich leite halt das nur als Admin. Ich schaue mir halt an, ihr dürft mir sehr viele Vorschläge unterbreiten und die werde ich dann sicherlich auch dann einpflegen. Ihr könnt natürlich auch für diese Sendung, ob man die als Sendung bezeichnen kann, weiß ich nicht. Freunde A bis Z Star Wars, muss ich gucken. Also wir haben ja hier viele Bühnen, wo wir drauf agieren können. Wir haben auch viele Räume, in denen wir agieren können. Also ich rufe auch hier die Freunde von Star Wars auf, Cosplayer oder die, die es werden wollen, für einen Star Wars Film, den wir dann drehen, 20 Minuten, 3 Minuten, die dann auf ein sogenanntes Festival kommen, auch in Dortmund. Da rufe ich jetzt also nochmal auf, um hier in diesem Festival, ich muss hier ein bisschen graben, weil an sich ist das jetzt hier spontan, weil die Jugendlichen mich da angesprochen haben. Also an alle lieben Jugendlichen, wenn ihr wirklich Lust und Laune habt, euch mal irgendwann auf einer riesengroßen Leinwand zu sehen, wo auch Menschen sich das anschauen, wo auch Menschen darüber dann diskutieren, ob dieser Film, den wir gemacht hätten als Star Wars Freunde A bis Z, ja, also wenn ihr wirklich da Interesse habt, wäre nett, wäre super. Können wir mal reden. Ja? Also als Filmautor, fragt mich an, als Filmautor, ich bin ja so weit über 50 Jahre dabei, an sich, als wir Älteren sollten ja die Klappe halten. Ja? Wir Älteren sollten an sich die Klappe, ich bin aber Captain Rex. Und Captain Rex ist alt.
wer Captain Rex gesehen hat bei Rebels, ja, sollte wissen, wie das ausgegangen ist. Ja, Captain Rex ist nämlich immer noch da. So, ob Captain Rex irgendwann mal in einem Realfilm wieder dabei sein wird, weiß man nicht. Denn Disney macht ja jetzt zwei Realfilme, zwei Realfilmserien. Ja, Disney macht jetzt zwei Realfilmserien für Disney Plus. Disney Plus kommt auch 2019, deswegen ja. Disney Plus kommt 2019, das Resort wird eröffnet 2019. Die Convention in Chicago, Star Wars The Show, kommt auch. Und natürlich dann Episode 9. Und wenn wir wirklich Glück haben, kommt ja schon im Dezember, also wenn wir hier diese Sendung ins Leben rufen, hier Star Wars Freunde A bis Z, vielleicht haben wir Glück und dann kommt schon der erste Teaser oder Trailer von Episode 9. Bis jetzt ist ja ein bisschen Laudatio-mäßig null. Ja, also kann man weder den lauten oder den leisen machen. Ja, wir können uns auch. Ja, wir können auch schließen wieder, bis wir dann öffnen. Nee, wir sollten an sich immer einen Spoiler-Alarm. Das sollte alles. Vergesst sowas. Ihr informiert euch. Wenn man ein Freund ist, sagt man einem Freund nicht, ey, sei ruhig, ich hab das. Nee. Wenn ein Freund kommt, ey, ich habe ein neues Hemd, versteht, was ich meine? Dann sag mal auch nicht, ich spoiler mich vor, ich habe das Hemd noch nicht gekauft. Also, naja, wenn er versteht, was ich meine. Also, ich bleibe euer Captain Rex. Ich hänge das Bild auch gleich wieder an die Wand. Und mache ich sofort. Ne? Warum nicht? Ist ja eine Live-Sendung. Okay, ist keine Live-Sendung, aber egal. Ich bin also live unterwegs hier, das ist ein Riesenshop und wo wir agieren können. Also es geht hier nicht um Kaufen, nein. Es geht hier einfach um Freude. Freude, Spaß am Thema Krieg der Sterne, am Thema Star Wars. Ja, ist ein Thema. Noch einmal. George Lucas wollte Figuren verkaufen, keinen Film. Der Film ist an sich dazu gedacht, um die Figuren euch zu kredenzen, also zu kaufen. Das war so. In den 70er, also Ende, also 77, 79, 83 etc. Sagen wir mal so, in den ersten 4, 5 und 6 Filmen wurde ja schon so viel Material gebaut. Hallöchen, gemacht und so weiter. Guten Morgen. So, das Schild hängt an der großen, am großen Fenster. Star Wars Freunde A bis Z. Ich bin auch gerade angerufen worden, warum nicht? Ja, ist kein Scherz. Die Abgeordneten der Grünen, die hier so ein bisschen rumtingeln, ich habe ja sehr viele Politiker auch hier, auch jeder, auch Politiker brauchen von der Wiege bis zur Bahre halt Formulare, diese kopieren, ihr wisst schon, Flyer, ob das die SPD ist, das Deutsche Haus, die Grünen halt, also die etwas kleineren, die man nicht so kennt, sind hier. Also die Grünen fragten mich, wirklich ist kein Scherz, ob ich nicht bereit wäre, dieses uralte Kino aus den 50er, 60er Jahren, das gibt es nicht mehr, steht leer, war ein Bauhaus drin, da waren auch schon mehrsprachige Bürger drin mit irgendwelchen Lebensmittelläden, da sind halt so alle kläglich gescheitert, das ist ein wahnsinnig großes Teil, ich kenne es ja noch aus meiner Jugendzeit, war ich ja als Jugendlicher drin. Das ist direkt hier neben dem Shop, haben wir ein riesen Gebäude und da war ein Kino drin, mit allem drum und dran, ist auch noch alles da. Könnte man also ins Leben rufen, natürlich digital neu. Meine lieben Freunde, das ist jetzt kein Scherz. Könnte man doch, wenn man ein Star Wars Freunde A bis Z Kino hätte, ja, wo alles. Es geht natürlich darum, für die Filmemacher, die selber Filme machen, als Verein und so. Denn das sogenannte Glück auf Kino aus dem Jahre 1927, ist eines der ältesten, wurde auch so wieder ins Leben gerufen, sollte nämlich abgerissen werden, ist klar, irgendwann geht ja einem das Geld aus und ein Gebäude aus dem Jahre 1927, könnt ihr euch vorstellen, wie die Sitze, wie das alles so war. So, jetzt sind wir im digitalen Zeitalter, wir haben hier wirklich die modernste Anlage, die man haben kann, Industrie 4.0, ihr wisst, streamen und das alles, ich könnte von hier aus direkt ins Kino streamen, ja, sofort, zack, das ist wie gesagt hier nebenan und man könnte dann eine Menge machen. Ah, aber wo soll ich das Geld herholen, meine lieben Freunde? Es war nett, dass die Grünen mich gefragt haben, ich finde es ja auch toll, dass auf eine Art diese Star Wars Freundegesellschaft hier auch bei Facebook und bei YouTube und so weiter auf eine Art gemocht wird. Ja, meiner einer wird halt auch als Firma im Netz gefunden und dann werde ich angerufen, machen Sie auch dieses, machen Sie auch jenes. Ja, was wir natürlich nicht machen ist
samstags, sonntags geöffnet, weil samstags, sonntags machen wir die Sendungen. Samstags, sonntags machen wir das für die Schauspieler. Samstags, sonntags machen wir halt für die andere Klientel. Und da geht nun mal die sogenannte bürgerliche Gemeinde, das geht nicht konform. Ich meine, die Bürger würden sich schon freuen, wenn sie hier einen Henning Baum plötzlich, aber würde die Arbeit stören. So, das ist ja auch nicht immer, Star Wars ist ja auch nicht immer, aber wir können es ins Leben rufen. Also ab 1.12.2018 geht es los mit dieser Star Wars Freunde A bis Z Geschichte, wo jung, ganz jung, wo alt, ganz alt, also Mädels, Jungs etc. Dieser gesamte Viererblock, Star Wars besteht aus vier Blöcken, ist der einzige Film, sagen wir mal, ist das einzige Filmgenre, was wirklich vier Generationen, fast schon in die fünfte Generation übergeht, die jetzt frisch geboren werden ja schon mit diesem Star Wars, ja, ob das jetzt mit Lego oder halt Disney Channel konfrontiert und viele Eltern sind halt immer noch Hipster aus den Jahren und übermitteln das. Ich habe also, wie gesagt, hier schon Dreijährige gehabt mit Mama und Papa und da liegt der Dreijährige rum und der Dreijährige hat mir dann alles schon so erklärt. Dann gibt es natürlich auch so Dreijährige bis Sechsjährige, die pflücken natürlich alles auseinander. Also da muss man auch so auch schon aufpassen. Also einige Figuren sind schon gelitten. Ja, das ist ein Bein ab oder Kopf ab. Oder der will halt nicht mehr aus der Hand geben. Ja, also sowas passiert auch schon. Ja, also da muss man also auch. Seht ihr, so eine lustige Sendung soll das werden. Das ist ja hier Studio Lustig. Wir sind lustig, wir bleiben lustig. Ich habe auch gerade eine 93-Jährige vor der Kamera. Ich habe das nicht gemerkt, dass sie 93 ist, bis sie mir das gesagt hat. Also man kann heute keinen mehr ansehen, dass er alt ist oder nicht alt ist. Ja? Ist eben so. Die anderen Sendungen waren so angelehnt, so ab 40, 50, 60, aber die gucken keinen. Die gucken keinen Amazon Prime, die gucken keinen YouTube, die haben da keinen Plan von. Also gehen wir jetzt in die Freundewelt ab 10 Jahre aufwärts. Von 10 bis 110. Ja, mal schauen, ob wir so einen alten Herrn da irgendwann mal vor der Kamera haben, der 110 Jahre alt ist und immer noch Star Wars kennt. Wenn er versteht, was ich meine. So, nicht jeder versteht Star Wars, nicht jeder versteht Krieg der Sterne und nicht jeder mag es. So, das ist das M. A bis Z. M mag Star Wars nicht. So, die gibt's auch. Oder H wie ich hasse Star Wars. Habe ich auch schon gehabt. Ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden also eine verdammt lustige Star Wars Show von A bis Z jetzt hier machen. Ein Schild hochhalten kann ich nicht, weil klebt schon an der Wand. Einmal hinten da in der Studiowand auf der einen Seite klebt es unter Star Wars. Ja? Und dann einmal ganz groß am Schaufenster. Mal schauen. Ich meine, Yoda hat auch schon die Zipfelmütze auf für den, also Yoda als Weihnachtsmann sitzt er da natürlich nicht in roter Robe. Müsste ich gucken, ob ich ihm eine nähe oder nähen lasse und dann ziehe ich ihn halt als Weihnachtsmann an. Mal gucken, Yoda als Weihnachtsmann kennt er ja, den gibt es ja auch in klein. Und es geht darum, euch nichts zu verkaufen. Nichts. Alles, was hier ist, kann man kaufen, ist richtig, dürft ihr ja auch. Aber wir bieten es euch nicht an. Es wird nicht angeboten, nein, auch nicht bei Amazon. Wir haben sehr viele Unikate von Rupert noch hier, ja, Unikate von ihm, die er da gezeichnet, das ist ein Art, Star Wars Art Künstler. Ja, Lust hätte ich schon, ich meine, ich fand das eine tolle Idee von dem Grünen, ich hätte mir dem seine Adresse geben lassen sollen, dass man daraus wieder ein Kino macht, ja, ein Filmkino für Leute, die Filme machen. Also ich grüße. In klein habe ich es nochmal. Ne, im Kleinen habe ich es nochmal, werde ich wohl sicherlich auch irgendwo hinhängen. Also gestern waren viele da, immer, du hast was Neues, Filmfreunde und Club. Ja, sag ich, wir haben natürlich Filmfreunde und Club, natürlich haben wir alles. Wir haben den BDFA seit 1927, wir haben Glück auf seit 1927, wir haben also Kino, alles. Haben wir ja alles. Ne? Grüße. Im Studio Lustig wird das dann alles produziert werden. Im Studio Lustig wird das alles produziert werden. Diese Star Wars Geschichte hier, habe ich jetzt gerade nochmal im Kleinen, weil... Ne, manchmal mache ich das ja für die Jugendlichen. Ihr könnt das hier abholen. Ja, ich mache euch das fertig, könnt ihr euch das abholen. Ist aber hier nur bis A3 und alles, was größer ist wie A3, müsst ihr leider in ein anderes Gebäude und das ist nicht hier um die Ecke und ist auch nicht hier. Das ist woanders, aber ist egal. Also ihr könnt alles haben. Ihr könnt wirklich alles haben von A bis Z. Es wird hier nicht nur produziert, hergestellt und vervielfältigt. Nein, nein, wir können also schon ein bisschen mehr machen.
Sonst hätten die Grünen mich jetzt nicht gefragt, ob ich das Kino, was hier mal war, um die Ecke zum Leben zu erwecken. Also ist schon eine gute Sache. Ich meine, ist auch eine gute Resonanz. Die wissen ja, was hier alles abgeht. Die wissen ja auch, was hier gemacht wird. Aber ich wüsste nicht, ob irgendein Schauspieler Lust hätte in der Stadt Essen, weil Henning Baum ist jetzt auch weggezogen. Henning Baum ist nämlich jetzt auch in Köln. Er lebt also nicht mehr hier auf der Margaretenhöhe, hier auch um die Ecke. Es sind auch viele, die halt da wegziehen aus der Stadt Essen, weil da ist nicht so gefördert. Ich meine, die Stadt Essen war mal eine wunderbare Filmstadt. Doch, war. Ist schon lange her. Könnt ihr mal googeln, in den 50, 60er Jahren. Da wurde auch gefördert. Ja, es gab auch eine Filmförderung hier in der Stadt Essen. Aber mittlerweile kann man Stadt Essen vergessen. Also noch einmal zum Schluss, meine lieben Freunde, Star Wars Freunde, Cosplayer, wenn ihr Lust habt, einen Film zu drehen, über den Preis wären wir schon einig, 20-minütiger Film, 3-minütiger, der dann, wie gesagt, in ein Festival einfließt, in diesem Festival dann hoffentlich einer der Besten, der 20 Besten wird, und dass die dort verweilen aus dem Jahre, BDFA, 1927, könnt ihr euch vorstellen, wie alt da so einige im Durchschnitt sind und ob die da noch Star Wars Freunde sind, weiß ich nicht. Aber diejenigen, welchen die da honorieren, also WDR, Doktor sowieso und so weiter, sind ja alles hochrangige Leute aus dem Filmbereich, besonders WDR dort, Moralchen. Was so ein Schild ausmacht, im großen Schaufenster und da in den Ecken, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich muss wohl öfters und deswegen hänge ich jetzt auf eine Art ein. Ich werde, wie gesagt, nur noch eine Studio-Geschichte machen, weil wir da in der Studio-Geschichte dann richtig arbeiten können, weil wenn ich hier dauernd unterbreche, es ist richtig was los heute. Ich finde es auch super toll. Okay, wir gehen auf Weihnachten zu. Jeder will wissen, wie teuer die Figuren sind, die da ausgestellt. Ich meine, der Yoda sitzt wirklich da mit der Zipfelmütze da vom Herrn Nikolaus. Und dann sind auch diverse andere Figuren, die da in den Schaufenster hinausschauen. Ich hab die Bilder ja veröffentlicht und so weiter. Könnt ihr bei Instagram, ihr könnt bei Googlen und so weiter. Ist ja alles zu sehen. Aber wie gesagt, Yoda sieht ein bisschen niedlich aus mit seiner sogenannten Zipfelmütze. So, Dezember, die erste Sendung. Vielleicht, ich habe ja einen Freund schon, mit dem ich gerade recalled habe, recalling. Wir haben uns, während die Kamera schlief, gerade hier am Smartphone uns unterhalten, wegen der Sendung. Also einer hat schon Zeit, einer wird schon erscheinen. Ich werde die Sendung also nicht alleine moderieren und selber oder alleine gestalten. Es ist jemand dabei. Wie gesagt, die Grünen waren hier, haben mich gefragt, ob ich nicht die Interesse hätte, dieses Kino da zu eröffnen. Weiß ich noch nicht. Aber was vergessen? So, die gute Laune hat natürlich nichts mit diesem Schild zu tun, weil die jetzt hier überall hängen. Nein, nein. Wir haben heute ja irgendwie alle gute Laune. Das Wetter ist wunderschön im November. Man kommt schon total durcheinander bei so viel Sonnenschein und schönem Wetter. Wie gesagt, auch diese Lust und Laune auf Krieg der Sterne, auf Star Wars und alles, was damit zu tun hat. Wenn die Jugendlichen hier, wie gesagt, zwischen 10 und 15 mit ihren Eltern rein und wir dann über das da philosophieren. Also ich habe es aufgenommen, euer Captain Rex ist wieder da mit, und es bleibt jetzt auch nur noch das hier. Es wird kein Wohnzimmergedöne da. Wir bleiben bei Star Wars Freunde A bis Z, weil das ist einfach alles. Ja? Gerade frisch geboren mit einem Laserschwert in der Hand, wenn ihr versteht, was ich meine, so ein Dreijährigen da. Oder halt ein 33 oder ein 63 oder ein 83-Jährigen, der vielleicht Lust und Laune hat, hier mal kurz small zu talken. So, wie gesagt, wir kaufen nichts an, wir verkaufen auch nichts. Wir haben jetzt genügend Sachen für die Sendung. Wir werden also nicht nur im Studio lustig, im Green Room, Blue Room arbeiten. Nein, wir werden auch in den Star Wars Ecken, Star Wars Stammtisch, was wir den ganzen seit 2010 ja hatten. Also Hallöchen! Facebook, YouTube und wie die alle heißen, machen es ja möglich. Also habt ihr ja auch einen sogenannten Star Wars Freunde Chat. Ein Star Wars Freunde A bis Z Chat. Da könnt ihr chatten, könnt ihr euch miteinander unterhalten. Die anderen Chats, da habe ich leider keine Zeit für, bin gerade hier aus Indonesien wieder angesprochen worden. Da wollte einer mit mir irgendwie rumsmalltalken, no time.
Da habe ich keine Zeit für, weil ich muss arbeiten, ich will auch arbeiten. Und ich habe unheimlich viel Spaß hier im Studio, lustig. Und wir haben heute also, wie gesagt, wieder sehr viel lachen können. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß schon, auch vor laufender Kamera. Die Kamera, einige Kameras drehen auch manchmal am Rad. Da muss man die erstmal wieder beruhigen, weil die so viele Bilder da machen müssen, dass die dann schon mal übersteuern oder der Chip irgendwie eine Fehlfunktion hat. Haben wir hier also zwischendurch Spaß, weil wir dann zwischendurch was machen können. Ich habe mir gerade gesagt, dass ich keine Zeit habe, aber trotzdem irgendwie Indonesien oder keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich damit meine, die sind immer der Meinung, sie müssten da immer wieder und immer wieder, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, I have no time, dann meine ich das auch ernst, aber egal. Der Alexander Meinhardt, der auf der Seite einer unserer Freunde hier, der hat auch alle geplanten Star Wars Filme und Serien ab 2019 unter Kino.de. Also Kino.de gehört zu Webdia. Webdia ist einer der größten Werbefirmen überhaupt, die da über 10 Millionen unter Vertrag haben. Und da kann man schon, also die haben immer die neuesten, kann man so schon vertrauen. Aber wie gesagt, achtet bitte darauf, die möchten euch was verkaufen. Ihr nicht, hier seid ihr. Wenn ihr was verkaufen wollt, okay, könnt ihr natürlich, dürft ihr auch. Ihr seid total recht herzlich eingeladen, zur Sendung mitzugestalten, mit Leben zu füllen und so weiter. Wie gesagt, diese Wochenendstammtische und das alles ist eingefroren, weil Disney, wie gesagt, ein bisschen durch Solo, ein bisschen daneben geschossen. Ja, also Solo hat also nicht so, und E8 hat also auch eine Spaltung vollzogen. Die müssen wir jetzt erstmal wieder da auf die richtige Schiene bringen. Ja, als Freunde kann man sich hin und wieder mal streiten, das gehört halt dazu. Und wie gesagt, A bis Z, da ist auch S, Streit drin, nicht nur Star Wars. Ja, und ja, also ich meine, ich finde es toll. Also ein Kino eröffnen, haben wir gerade noch drüber gesprochen, da habe ich gesagt, ey, 1,5 Millionen habe ich jetzt mal eben hier nicht in diesem Hemd, habe ich nicht. Mindestens 1,5 bis 2,5 Millionen hätte das, oder würde das kosten, da ein ordentliches Kino hinzuzaubern mit allem, was man da so braucht. Und ob ihr da Lust und Laune hättet, da reinzugehen, ich weiß es nicht. Ist eine tolle Idee der Grünen. Ich meine, die Grünen haben ja immer tolle Ideen. Ne? Sprit mit 5 Euro und so Scherze. Also das war ein Anliegen der Grünen, die hier ihre Sachen da gemacht haben und mich gefragt, ob ich nicht dieses Kino da machen würde wollen. Ich meine, ich habe auch gerade mit diesen einigen Freunden hier so philosophiert. Natürlich wäre das so irgendeine Art eine tolle Geschichte, wenn da auch Sachen drin stehen würden. So eine Art Museum, so ungefähr wie in Mönchengladbach. Da ist alte, auf der Berliner Straße in Mönchengladbach gibt es dieses Star Wars Museum. Das heißt jetzt auch alles irgendwann mit Galaxy Universum oder so ähnlich. Und da ist überwiegend Star Wars enthalten, auch hinten im ehemaligen Schwimmbecken. Ist 1:4 ein riesen AT-AT, der da rumläuft, beziehungsweise steht. Eine super Show, die da abläuft. Und waren auch viele schon da, die dort gedreht haben, fürs Fernsehen, Sat.1 und alles. Also schon sehenswert, da mal vorbeizugehen. Aber ich möchte nicht wissen, was Michael da so bezahlt an Miete und das alles, um das ans Laufen zu halten. Ich glaube kaum, dass ich so ein Gebäude da, so wie Michael, zur Verfügung bekomme, wie er ein altes Schwimmbad. Er hat ein altes Schwimmbad da bekommen, das er nur so auf seine Art betreiben darf. Es sieht auch gut aus, dieses Art von Museum, die er sich da so zusammengestellt hat. Also wie gesagt, auch in den Schwimmbecken und die kleinen Minishows und dieses Mieten, man kann es ja auch mieten. Aber so Kinos hier, ja okay, so ein Kino könnte man ja dann auch vermieten. Für individuelle Zwecke da, also wenn einer da selber was machen will, wie jetzt gerade, hat man ja hier einen riesen Auftrag für ein Kino in Oberhausen. Privat haben die das gemietet gehabt. Kostet mal eben 600 Euro Miete, ist klar. Aber so ein kleines Ding könnte man ja dann für 100, 150 Euro vermieten, ja, damit die da ihre Filme oder ihre Sachen machen könnten oder so. Zum Beispiel. Ja, aber 1 bis 2 Millionen, gibt mir keiner. Mhm. Dann kriegen wir nicht hin. Also wir bleiben hier im Studio lustig. Wir werden halt die Sendung, diese Star Wars Freunde A bis Z ins Leben rufen ab 1.12. Und ja, ich habe gerade nachgefragt, wann die Herrschaften Zeit haben, die bei der ersten Sendung gerne mitmachen möchten. Die Termine hatte ich gerade schon rausgehauen. Das war, glaube ich, jetzt 17., der 24. November.
oder der 1. Dezember. Das sind Wochenenden. Da können wir dann die Dreharbeiten mit beginnen und dann können wir das dann also auch direkt on air schicken. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ein Jahr lang soll es laufen, jeden Monat. Star Wars Freunde A bis Z. So als Sendung. Mit Gästen, ohne Gäste, mit News. Ja, jetzt kommt ja, es geht ja wieder los. Es geht ja wieder los. Ihr merkt schon, ne? Vielleicht könnte man ja auch in diesem Dezember so ein 12, ja, vielleicht so ein, ne, oder 24, ne? 24 Türchen Star Wars Freunde A bis Z Kalender in Szene setzen. Wer weiß. Aber wir müssen euch ja auch ein bisschen, na, wir können nicht einfach eine Sendung, natürlich können wir, wir machen eine Sendung, so wie das. Und ich freue mich dann, wenn ein bis drei gucken. Na, also, ist in Ordnung. Aber wenn wir so einen richtigen Hammer da machen wollen, so richtig, ich meine, wenn die Grünen schon fragen, wie Kino, also ist das schon ein Hammer, könnte man da richtig was machen und ja, dann könnte man aber richtig was machen und dann könnte was werden. Mit mehr Zuschauern. Und so weiter und so fort. Ja, Star Wars verbindet. Star Wars verbindet. Also haut rein, macht mit. Okay, 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 der Chat steht nicht still. In Ordnung, in Ordnung. An sich, einer ist gefunden. Ein Freund aus der Star Wars Freunde-Ecke wird erscheinen und wir werden am 1.12.2018 damit anfangen, diese Show, dieses Star Wars Freunde A bis Z ins Leben zu rufen. Weil der Chat nicht stillsteht, es waren auch ein paar Kunden hier, in Ordnung. Ich habe durch Glück jetzt gerade eben hier Kino.de. Kino.de, wie gesagt, gehört zu dieser großen Web.de-Geschichte da, also zu dieser fetten, großen Werbeagentur. Also, die haben natürlich viele Informationen und haben die natürlich jetzt mal eben kurz rausgehauen. Weil ihr jetzt im Chat mich gefragt, was ist denn jetzt, mach doch mal und so weiter. Ja, es kommt ja. Die paar Tage lasst ihr mir bitte noch. Am 24. fangen wir an zu drehen. Und dann werden wir das da irgendwie auf die Kette bringen, dass das eine tolle Sache wird. Ich muss mir halt noch alles ausdenken. Es soll ja anders werden, wie vorher war. Wir sind Freunde und so weiter. Ich denke mir auch einen Vorspann, Nachspann und auch irgendwelche Zwischenstops aus. Es wird keine Show, The Star Wars Show bringt nichts. Das ist amerikanisch. Also, es geht los. Und zwar... Es sollen ja 10 Filme kommen. 10 Filme sollen kommen und 2 Realserien. Und dann soll er noch, und was weiß ich, also es geht richtig los, deswegen fangen wir auch damit an. Wir werden in der ersten Sendung sicherlich darüber sprechen. Ich werde mir die Daten ziehen, werde mir die Daten anschauen, was mit den Daten ist, ob die stimmen. Also alle geplanten Star Wars Filme und Serien ab 2019. Fangen wir an mit The Man. Mandalorian, TV-Serie, Mandalorian, TV-Serie Ende 2019, Anfang 2020 als Realserie, weil dann auch Ende 2019 Disney Plus kommen soll. Ja? Dann haben wir natürlich 20. Dezember 2019, ist klar, Episode 9. Wir wissen halt auch noch nicht den Titel, den Arbeitstitel, wie da irgendwie vielleicht das große Ende, keine Ahnung, wissen wir nicht, wollen wir auch nicht drüber philosophieren, machen wir erst in der Sendung. Ja, dann kommt diese Trilogie mit Johnson, der hat den Zuspruch, er darf. Ah, ab 2021 soll er da so eine Trilogie von Herrn Johnson kommen. Ah, ob das alles so toll ist. Dann soll ja eine Trilogie kommen von Game of Thrones. Game of Thrones, das sind ja die beiden. Da ist aber der Start noch unbekannt. Also die haben den Auftrag zu machen. Ja, ist halt so. Dann Boba Fett, tschüss, kommt nicht. Verabschieden ist nicht, kommt nicht. Obi-Wan Kenobi kommt auch nicht, ist gestrichen. Aber da sind sie noch am Kitzeln, weil da der Hauptdarsteller ja ein bisschen besser unterwegs ist. McGregor könnte vielleicht 2021, 2022, ja, das lassen wir auch lieber aus Sicherheitsgründen. Jetzt bin ich leider in den falschen geraten, muss ich eben zurück. Yoda, ja, Yoda Spin-off soll kommen, unbekannt. Der Zuspruch ist, weil Yoda ist ja nun mal so eine Figur, merke ich ja auch hier, will ja kaum einer was anderes wie Yoda kaufen. Ja, der Yoda da draußen, jetzt als Weihnachtsmann, also was da jetzt schon alles abgegangen ist und wer da alles schon Fotos gemacht hat, also war schon eine tolle, lustige Geschichte, muss ich einfach mal sagen. Cassian Andor,
Cassian Andor soll als Serie kommen und auch Ende 2019 durch Disney Plus, also zwei Realserien, Mandalorian und Cassian Andor. Pff, was immer das ist, aber egal. Wie gesagt, in der ersten Sendung werden wir uns drum kümmern. Das war's. Das war's jetzt erstmal als Vorankündigung. Und ab dem 1.12.2018 bis 31.12.2019 mit unserer Freundes-Star Wars A bis Z, ob das eine Show wird, keine Ahnung. Ihr seid gefordert, ihr seid aufgefordert, ihr dürft mitmachen. Wie gesagt, hier wird nichts verkauft, hier wird gar nichts angeboten. Hier sind wir Freunde, wir ziehen es gnadenlos durch und machen daraus was. Ja, vielleicht können wir auch bei diesen sogenannten Dreharbeiten mit den Cosplayern irgendwas machen. Das kostet natürlich dann etwas, nicht euch. Ich muss dann gucken, wo ich das Geld herhole, ist klar. Dass man da so einen 20-Minuten-Film macht, ich habe immer noch Interesse diesbezüglich da was zu machen. Um daraus einen Willi zu machen, ja, halt so ein Oscar da, ne? Ist klar. Also wie gesagt, ich bin ja mehr für Fernsehen, Web-TV, nicht Kino. Deswegen brauche ich mehr Moderatoren oder Leute, die da irgendwas machen. Egal, also wie gesagt, ihr seid Fans. Ihr seid deswegen, also es ist keine Fansendung. Freunde. A bis Z. Freunde. Wir sind Freunde. Versteht ihr? Wir gehen auch wie Freunde um. Natürlich können wir auch fetzen. Wir können uns auch fetzen, ist klar, weil Freunde ist alles. Freunde mögen sich mal, dann mögen sie sich wieder nicht. Und Freunde, Star Wars. Diesen Flair von Star Wars, daran arbeite ich jetzt. Ich arbeite daran, dass es eine wunderbare Sendung wird. Also, bleibt mir treu, wenn es auch nur 3-4 Leute sind, ist egal, für euch mache ich es. Daraus können vielleicht 40, 50 oder 4000 werden, wer weiß. Muss halt dran arbeiten. Ein Freund macht mit, schon mal aus dem Team da. Die anderen Freunde frage ich höflich an, ob sie mal irgendwann vorbeikommen können. Und dann ziehen wir das gnadenlos durch, jeden Monat bis von 1.12., 2018 bis 31.12.2019 und dann schauen wir mal, was da so weitergeht. Habe ich ja gerade erklärt. Zwei Realserien, ein Spin-Off mit Yoda, ja, vielleicht auch mit Obi-Wan Kenobi, nur Boba Fett leider nicht. Es tut mir ja sowas von leid, dass Boba Fett da so ärmlich, aber komm, lass mal. Gehen wir ab in die erste Sendung und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Das ist die Vorbereitung für die erste Sendung. Das ist Geschmack machen für die erste Sendung und das Wetter ist super. Ich war gerade draußen, wir haben November. Ja, wir haben November, den 15. rum. Da draußen ist warm und ihr wisst, dass das stimmt. Es ist warm da draußen. Ja? Und das ist halt mal alles anders. Alles anders und wir haben schon den ersten Weihnachtsmarkt offen seit 9.11. Ja? Seit 9.11. haben wir den ersten Weihnachtsmarkt offen, den offiziellen, wo man Glühwein schlürfen kann und so. Und am 24.11. haben wir dann den hier in der Stadt, in der City, offen. Und dann sind auch die anderen alle offen, die um uns herum sind. Duisburg, Dortmund und so weiter. Jede Stadt hat dann wieder was. Bei uns ist halt ein bisschen lustig, weil da für 50.000 Euro ein Plastik-Tannenbaum dahingestellt wurde. Ich habe mir da schon viele lustige Sachen anhören müssen. Aber davon wollen wir ja nicht sprechen. Wir wollen ja von Star Wars Weihnachten. Ah ja, weihnachtliche Kalender, die da jetzt fröhlich vor sich hinschmelzen, habe ich natürlich auch im Schaufenster, ist klar. Ob ich noch einen besseren finden werde, weiß ich nicht. Bis jetzt hatte ich ja immer großes Glück, an erstklassig gute Star Wars Kalender zu kommen. Und ich werde auch meinen ersten Gast höflich fragen, ob er Interesse, Lust und Laune hat, dass man dann in diesem Dezember sozusagen auch 24 Türchen da irgendwas machen kann. Ne? Also jedenfalls im Dezember ist immer was los, damit fangen wir jetzt an, 1.12. und enden dann am 31.12.2019 und dann geht's richtig los. Ne? 2021, 10 Filme, 2 Serien, wow, wow, wow. Ihr merkt schon, wir sind schon mal wieder im Fieber. Meiner einer, euer Captain Rex oder so, Captain Rex, keine Ahnung, muss ich gucken, wie bei Star Wars begrüßt wird. Ich glaube aber, irgendwie so, da ist Captain Rex. So, ich werde auch sicherlich irgendwie so eine Panzerung besorgen, um dann als Captain Rex aufzutauchen. Da muss ich mal die Cosplayer fragen, ob die mir vielleicht hin und wieder mal so eine Uniform leihen können, einmal im Monat. Aber der Preis ist heiß, ne? Ihr wisst ja, umsonst ist nichts. Ne? Okay, das war jetzt umsonst die Ansage. Ich freue mich wirklich, wenn ihr mitmacht.
Ich denke mir, also ein Chat ist schon da, ein Star Wars Freunde A bis Z Chat. Dann die Gruppe bei Facebook ist auch da, Star Wars Freunde A bis Z. Und natürlich die Serie, die wir jetzt hier auf den Weg bringen werden. Die Clips, ob, wenn das wirklich was werden soll, was ich natürlich nicht annehme, aber wenn es was werden sollte, könnte man dann auch eine... Wir müssen abwarten. Wir müssen ja abwarten, was die EU da treibt. Wir müssen abwarten, wie der Paragraph 3 oder Artikel 3 des EU-Conformings da, Datendingsbums da, was da irgendwie gehandelt wird und wie das umgesetzt wird, ob YouTube da wirklich irgendwie sagt, tschüss, wäre schade nach so vielen Jahren der Freude. Facebook weiß man nicht, vielleicht auch schade der Freude. Alles, was mit der EU zusammenhängt, macht langsam keinen Spaß mehr. Muss einfach mal gesagt werden. Also Leute, denkt dran, habe ich euch gesagt, wer mitmacht, ist dabei. Wer dabei ist, ist ein guter Freund. So sieht's aus. Resonanz, Resonanz auf Star Wars Freunde A bis Z scheint doch etwas mehr zu sein, wie man gerade sich vorgestellt hat. Es ist ja nun mal jetzt gerade eben erst vorgestellt worden. Natürlich haben wir im Star Wars Freunde Chat schon rumgeschattet. Wir haben auch schon mit einigen Schauspielern gesprochen. Vielleicht können wir die mal ordern, weil wir ja auch einen Film drehen möchten, nächstes Jahr, 2019. Und dann irgendwie einen guten Film, der auch in einer Premiere bzw. in einem Filmfestival abgegeben oder vorgestellt und in der Hoffnung, unter den 20 Besten zu gelingen, ihr wisst schon, zu kommen. Also, auch bei Instagram haben wir die Werbung laufen lassen über Ultra.de Web TV. Und Sondersender NRW TV. Wir wollen einfach mal wieder Spaß haben. Spaß haben. Wir wollen euch nichts verkaufen. Wir werden sicherlich mit Figuren handeln. Ich habe also auch schon bei Amazon und wie die alle so heißen, gerade reingeguckt, dass es da so irgendwie an Sachen gibt, die man dann vor der Kamera anziehen könnte als Captain Rex. Captain Rex war ja an sich ein Clone Trooper und kein Stormtrooper. Das fiel mir nämlich an sich auf. Captain Rex war ein Stormtrooper, also ein Clone Wars. Und nachher hier bei Rebels hatte er an sich einen Stormtrooper, aber mit nacktem Oberkörper, Halbkörperpanzer und dann sein Stormtrooper-Helm auf. Müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen identisch da rüberkommen und nicht irgendwie, dass ihr da wieder anfangt, zu trommeln. Ne? Also ihr könnt ja sehr schnell trommeln, das wissen wir ja mittlerweile. Und als Freunde wollen wir ja auch bleiben, alle Mann. Und es freut uns wirklich, Zuspruch Hamburg. Hamburg macht mit, Hummel, Hummel. Ach herrlich, ich liebe Hamburg. Und die anderen, wie gesagt, machen sicherlich auch mit. Muss ich jetzt oder werde ich mal anfragen in Dorsten, wann die da mal kurz Zeit haben, für eine Sendung einzuspringen. Soll Spaß machen und auch ein bisschen so philosophieren über das Star Wars neu. Es geht um Star Wars neu, Disney, Lucas, LTD, ist richtig, Kennedy, ne, Catherine Kennedy und so weiter und so fort, die hat ja auch unterschrieben bis 2021 oder sogar 2025. Also Catherine Kennedy hört und sieht man zwar nicht, weil die ja ein bisschen da in der Kritik war wegen Han Solo und wegen E8. Aber das war ja meistens Johnson. Ja, der Johnson ist immer noch in der Vollkritik, dass er wirklich diese Trilogie nach seinem Gutdünken uns vorsetzen kann. Ich will es hoffen, dass es gut wird. Also in unserer Sendung werden wir das alles mal auseinanderklamüsen. Ich sitze jetzt hier halt und suche es raus. Ich suche auch irgendwie, dass es eine schöne Sendung wird und auch ein guter Vorspann, irgendwie so ein Zwischenpart. Weil kaum einer von euch sieht The Star Wars Show. Also da habe ich noch nie Resonanz von euch irgendwo gehört, dass irgendeiner The Star Wars Show sich das in Orlando da ansieht. Ja? Aber meistens, wenn die das irgendwie bringen oder wenn Star Wars kommen oder unter Star Wars E, ich glaube unter Star Wars kommen, ich guck mal eben. Newscom kann man glauben oder darf man annehmen, dass das wirklich so ist. Ja, ist also
Die Realserien werden uns hier gerade vorgestellt. Also die arbeiten daran, Cassandian Andor, Live-Action-Serie, angekündigt. Er springt gerade um ins Deutsche, weil wir das so eingestellt haben. Da kommen auch noch andere Hyper. Donald Faison zum Beispiel. Donald Faison, okay, er spricht halt da nur bei den Resistance-Szenen, tut man ihn nicht. Er hat da auch seinen Part. Ihr wisst, wer Donald Faison ist, ja? Scrubs, diese Ärzte-Serie war er ja zu sehen. Ne? Dann soll es ein Galaxy-Comic mit Han Solo, Attitude Flight, nicht im Imperial Cadet, also er fliegt nicht als Imperial Cadet, auch nicht als oder im Galaxy-Comic. Ich weiß nicht, wer von euch da auf den Seiten hin und wieder ist, auf Star Wars kommt. Wir haben zwar nur 100 Mbit-Leitung hier, dauert aber auch ein bisschen, wie man das sieht. Er spricht auch gerade ein bisschen da. Ne? Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du rein? Ach so, er hat ja mit jemandem gesprochen. Okay, also wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch zusätzliche Einmalliste 10 Wissenswerte aus der Signalform 6.6 Star Wars Resistance. Ich weiß nicht, wer von euch Star Wars Resistance schon gesehen hat. Ich lasse es ja hier meistens immer laufen. So schlecht ist es nicht. Man gewöhnt sich mittlerweile dran, weil wenn man sich dann jeden Samstag um 9.30 Uhr anschaut. Der Kollege, wie gesagt, aus Hamburg, der Lütte, der ist jetzt leider auf Playmobil umgestiegen und Playmobil hat natürlich nichts mit Star Wars zu tun. Aber wie gesagt, ist eine gute Qualität, aber ist halt nicht mit Star Wars zu vergleichen. Da gibt es halt Lego. Die Lego-Filme sind auch nicht so schlecht. Man hat halt irgendwie ein bisschen spaßig das Ganze. Also Signal von 6:6. Ich meine, die ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Also ich will jetzt hier nicht über alles, aber was man sich so ansieht über Resistance, da kommt man auch ein Stückchen näher an New Order, also Neue Order. Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber wie gesagt, meine lieben Freunde, Star Wars Freunde. Das heißt, man mag Star Wars oder mag, egal, wir sind trotzdem noch Freunde, ja. Und ich freue mich auf den ersten Gast, der am 1.12. dann erscheinen wird. Vielleicht haben wir mehrere Gäste, ich weiß es nicht. An alle, die Lust und Laune haben, am 1.12. fängt die erste Sendung an. Star Wars Freunde A bis Z. So, und jetzt steige ich aus und wünsche euch erstmal einen Rest guten, verdammt guten Rest November und würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch dann im Dezember zu dieser Sendung gesellt. Wie gesagt, es gibt einen Chat, vielleicht machen wir auch einen Live-Chat, wir schauen. All solche Sachen, also es gibt einen Chat, wo wir diskutieren können. Es gibt natürlich auch Performance, Cosplayer und all solche Sachen. Ich versuche an die Uniform zu kommen, um als Captain Rex euch gute Kunde dann über Star Wars im Jahre 2019 zu kredenzen. Da kommt eine Menge, wirklich. Also zwei Realserien, Disney Plus, Resort eröffnet, Convention kommt und Episode 9. Hammer. Also 2019, da läuft es wieder. Zack, zack, zack. Und dann schauen wir mal, was dann der Herr Johnson bringt. Aber das ist ja dann eine Sendung dann später, ein Jahr später ab 2020. Und ich glaube, 2020 sind wir dann wieder nicht auf Sendung, weil da ist ja genauso schlimm wie 2018. Da ist nichts los mit Star Wars. Oder die bringen uns wirklich da die realen Serien. Dann haben wir natürlich was zu schwelgen. Wenn die wirklich kommen, die realen Serien auch in unserer Sprache oder europäischer Sprache etc. Wäre nicht schlecht, wenn das dann später dann vielleicht auch noch auf DVD, Blu-ray zu, ja, wenn es gibt, ist okay. Also wie gesagt, die Geschichte mit dem Kino können wir trotzdem aufnehmen, aber nicht in dem Form, wie die Grünen es uns angetragen, also 1 bis 2 Millionen da auszugeben. Lohnt nicht, aber wir können so für unsere Freunde, da können wir sicherlich mal sowas in Szene setzen und wenn die Sendung wirklich anläuft, wenn es klappt, wir haben ein wunderbares Kino, da passen einige tausend rein und ich meine, wenn wir uns da wirklich zusammenraufen würden,
können wir da also, wie gesagt, ein super Kino voll bekommen mit uns. Star Wars Freunde. A bis Z mit riesen Plakat und so. Wir wären dann in einem Cinemax hier mit einem wahnsinnig großen Parkplatz, wo alle Autos aufpassen. Wäre eine tolle Geschichte. Das haben wir wirklich. Haben wir wirklich hier. Wir haben ein riesen Kino von der Firma Cinemax, die wir mieten können. Und wo wir dann alle dann als Freunde, Star Wars Freunde A bis Z, uns irgendwas anschauen können. Also wie gesagt, ich versuche jetzt ein langes Jahr bis E9 das hinzubekommen. Vielleicht schaffe ich sogar, dass wir als Freunde A bis Z in dieses Kino an der A40 im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim bei Cinemax, dass wir alle da drin sitzen, nur wir. Nur wir. Kein Fremder. Das ist ein Angebot, oder? Ist doch ein Angebot, die Sendung einfach mal anzuschalten bei YouTube etc. und reinzugucken. Ja. Lasst euch überraschen. Ja, das kann ich nicht sagen. Ja.